Hallo und herzlich willkommen. Ich schicke dir heute dieses Video zur Masterclass 365 oder wie ich sie bisher genannt hatte, zum Paco Jahrestraining, weil ich in den letzten Tagen einfach gemerkt habe, dass da noch verschiedene Fragen aufgetaucht sind und ich weiß, wenn eine Person die Frage stellt, dann haben andere sicherlich auch diesen Informationsbedarf. Und es ist für mich leichter, das Ganze in ein Video zu packen, als eine seitenlange E-Mail zu schreiben. Deshalb will ich jetzt auch erst gar nicht so lange rumreden, sondern direkt auf den Punkt kommen. Also, diese Masterclass 365, die heißt so, weil sie auch 365 Tage, also ein Jahr geht, diese Masterclass ist für dich, wenn du in den letzten 10 Jahren die Inka-Pfade mit Juan und Ivan besucht hast oder Magie des Lebens, den Kurs mit mir und dort die ganzen Module gemacht hast. Warum? Weil in der Masterclass nicht das Vermitteln von neuem Wissen im Vordergrund steht, sondern das Vertiefen dieses Wissens. Die Masterclass läuft so ab, dass du Zugang zu einer Webseite bekommst. Das siehst du den gesamten Veranstaltungskalender. Du siehst das ganze Jahr schon in 4 große Blöcke unterteilt. Du siehst, welche Themen wir alle 14 Tage machen. Und du bekommst immer ein Skript mit der Übung, sodass du sie nochmal für dich wiederholen kannst. Also es steht nicht im Vordergrund, nochmals die Hintergründe zu erklären oder die Übung gemeinsam zu machen. Nein, es steht im Vordergrund, dass du mit deiner Gruppe diese Übungen regelmäßig wiederholst und dass ihr euch austauscht. Es ist so ein bisschen wie mit alleine ins Sportstudio oder alleine zum Joggen zu gehen. Wenn man es alleine machen muss, wenn ich es alleine machen muss, dann denke ich mir immer wieder, oh Mann, heute schlechtes Wetter, ich will nicht. Aber wenn ich weiß, da wartet jemand auf mich, naja, dann gehe ich halt zum Treffpunkt und dann gehen wir auch eben joggen. Und genauso ist es hier auch. Ich habe versucht, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass jeder Teilnehmer und jeder Teilnehmerin ein Jahr bei der Sache ist. Denn darum geht es ja in dieser Masterclass, dass wir die Übungen machen und dass wir ein Jahr die Energie regelmäßig ins Fließen bringen. Und ich will keinen Stress verursachen. Im April haben ja 10 Teilnehmer angefangen und für die endet die Masterclass im nächsten Jahr im März. Wenn du jetzt Ende September anfängst, dann endet sie ja für dich Ende August nächsten Jahres. 6 Monate überschneidet sich eure Zeit, 6 Monate seid ihr zusammen in verschiedenen Gruppen. Und ich möchte ja niemanden überfordern und vor allem die Leute, die es jetzt schon machen, sagen mir auch, es ist gar nicht so schlimm. Die Gruppe trifft sich vielleicht einmal die Woche. Wir haben für jede Übung 14 Tage Zeit. Es gibt eine Telegram-Gruppe, in der ich immer wieder frage, hey, wie geht's? Was habt ihr erlebt? Was erlebst du so? Wie geht's dir? Hast du Fragen? Und es schreiben auch immer wieder Leute Fragen rein. Hans-Martin, ich habe das und das Erlebnis. Was sagt mir das? Es ist so schwierig. Kannst mir da helfen? Und da bin ich da. Es geht darum, miteinander zu üben und nicht immer alleine zu sein. Denn sind wir doch mal ehrlich. Wer übt schon alleine ein ganzes Jahr lang oder mehrere Jahre lang? Es gehört eine unglaubliche Disziplin dazu, das zu tun. Und mit einer Gruppe ist es viel einfacher. Und dafür ist dieses Paco Jahrestraining, diese Masterclass 365 gedacht. Das heißt, du musst eine gewisse Grundahnung haben. Und selbst wenn du nicht mehr alle Übungen kennst, kommt das durch die Skripte schnell zurück. Und es kommt auch durch den Austausch mit deiner Gruppe ganz schnell zu dir zurück. Stell dir mal vor, wir würden und du würdest ein Jahr lang deine Energie regelmäßig fließen lassen, diese Übungen machen und Übungen, die über dieses Samin-Chakri, Saiwa-Chakri, vielleicht auch Huchamichri hinausgehen, die ganzen Übungen Saiwa-Takke, Pochpo-Takke, na, die Übung, wo du Rücken an Rücken stehst, wo du dir gegenüber stehst, wo du den Ring von Munai machst. Stell dir mal vor, du machst die Übung Munal alleine. Du machst dieses Kanai, wo es darum geht, dass du spürst, wer du bist, was in dir drin steckt. Du machst das. Stell dir vor, du übst Rimai mal 14 Tage intensiv, wo es darum geht, deinen Helfern Ausdruck zu verleihen und einfach Kraft in deine Stimme zu packen. Stell dir nochmal vor, du könntest einfach die Helfer und das ganze Wissen um die 7 Stufen vertiefen und nochmal ganz neue
Aspekte drauf bekommen. Ein Jahr vergeht so schnell. Und die 10 Leute, die jetzt gerade im April gestartet sind, sagten mir, Hans-Martin, jetzt haben wir schon ein halbes Jahr rum. Ist ja irre, wie die Zeit vergeht. Und genau das ist der Punkt. Und in dem Jahrestraining ist auch Platz für Jahresurlaub, ist auch Platz für verlängerte Wochenenden. Es ist ja kein Unterricht, wo jede Woche was Neues kommt. 14 Tage für jede Übung. Im Grunde kennst du die Übung schon und frischst sie nur kurz auf. Und dann ist es ein für dich Üben, aber auch mit deiner Gruppe ein Üben. Und ich verspreche dir, am Ende dieses Jahres ist da viel mehr Kraft und Energie als jetzt. Und ja, die Masterclass kostet ein wenig Geld, das stimmt. Aber dafür bin ich auch ein Jahr für dich da, ein Jahr für deine Fragen. Es kommen im Sommer ein ganz neues Modul dazu, nämlich mit kleinen Übungen, die dir helfen, diese ganze Inka-Tradition nochmal, sagen wir mal, von der schamanischen Seite kennenzulernen, nämlich mehr in Verbindung mit Pachamama zu sein, mehr in Verbindung mit den Kräften der Natur. Da zeige ich dir ganz neue Übungen, wie sie die Meister in Peru, wenn die raus in die Berge gehen, wie sie die eben auch machen. Und genau in diesem Sommermodul, in diesen 3 Monaten, da bleibt genug Zeit eben, um in Urlaub zu fahren, um wegzugehen, um ein bisschen runterzufahren. Aber ganz wichtig, dieses Jahrestraining ist nicht stressig. Es geht nicht darum, immer wieder gehetzt zu sein, machen zu müssen und immer wieder hin und her zu rennen und aufzuachten, dass ich die Übung jetzt gemacht habe, damit ich mitreden kann. Gar nicht. 14 Tage hast du Zeit für jede Übung. Deine Gruppe ist bei dir. Ihr tauscht euch aus. Wir tauschen uns über Telegram aus. Ich hinterlasse Sprachnachrichten, Videonachrichten. Und du bekommst nochmal Skripte an die Hand, um die Übungen für dich durchzulesen. Und die Skripte kannst du eben auch behalten. Dieses Training startet jetzt für dich Ende September und geht dann bis Ende August nächsten Jahres. Alle 3 Monate kommt ein neues Thema und wir widmen uns einem neuen Thema mit ganz eigenen Übungen. Und wenn du mit dabei sein willst, freue ich mich. Und du findest unterhalb des Videos nochmal den Link zu Digistore. Dort ist eine genauere Beschreibung und dort ist auch nochmal die Auswahl über die Preise. Das heißt, du kannst dich entscheiden, dieses Jahrestraining als Ganzes zu buchen, vierteljährlich oder monatlich zu bezahlen. Ja? Und wenn es jetzt nach diesem Video noch immer Fragen gibt, schreib mir einfach eine E-Mail. Also, ich freue mich, wenn wir uns nächsten Mittwochabend sehen, denn da geht das erste Treffen und der erste Zoom-Call los. Ja? Also in diesem Sinne, dir noch ein schönes Wochenende. Bis vielleicht nächste Woche. Ciao, tschüss.